Basilikum no, Limone no. Ich gebe 3 Punkte für die gekochte Pasta. Herzlich willkommen zum 5. und letzten Block von dieser Battle Mansion. Das Gewinnen vom Finale hat sich noch nie so fest gelohnt wie in dieser Staffel. Was mit den Losers passiert, erfahrt ihr noch. Aber ihr werdet heute noch abreisen. Die haben gesagt, wir müssen irgendwo her. Also, so was? Ja, wohin aber? Es ist die Frage. So wie ich euch kenne, ich glaube, es ist nicht gut. Are you ready? Battle Mansion. Ist ein Haus, wo man Rapper reinwirft und die müssen dann Kinderspiele gegeneinander spielen. Also die meisten Spiele haben nicht viel mit Hip-Hop oder Rap zu tun. Was man kann gewinnen kann, ist jeweils 2 bis 3 Mal am Tag irgendeine Form von Luxus. Ich denke, ja, das ist alles Show. Omri, ich musste dort in diesem Garten pennen. Es ist alles real, vertraut mir. Alle, die auf dieser Seite sind von mir. Du bist... Schlafen gut. Danke. Und bis morgen? Ich habe noch nie in der Zeit gepennt. Frasse geht, stand ich wieder auf, richte meine Krone und wieder von vorne. In diesem Spielblock sind eure Teamqualitäten so gefragt wie noch nie bis jetzt. Oh, es ist einfach gut. Jetzt geradeaus. Jetzt links von deinem Fuß ist der Holz. Jawohl, jawohl. Krüche, krüche. Geradeaus, jetzt einfach geradeaus rennen. Schon gut, wir haben es verloren, aber renn geradeaus. Für euch gibt es 5 Punkte am zweitschnellsten, 10 Punkte am schnellsten. Wir gehen zum Spiel Nummer 2. Mit Kochen? Mit Teigwaren selber machen. Das, mal nicht so dumme Time Pressure, sondern einfach mach etwas perfekt. Du hast eine Stunde Zeit. Ich weiss nicht, wie man Carbonara macht. Keine Ahnung. Wieso nehmen wir eigentlich alle Speck? Hä? Die richtige italienische Pasta macht man ja mit Schinken. Wenn jemand sieht, Rahmen nimmt, dann weisst du, jetzt haben sie es verkackt. Ja. Die Italiener finden das gar nicht gut mit Rahmen. Ui. Sieht noch easy aus. Ja. Wenn wir das nicht gewinnen, fick ich eine Katze. Jedes Team hat 3 Portionen gemacht für unsere wunderbare Jury. Natürlich unser Superkoch Mario und 2 waschechte ItalienerInnen, Nicoletta und Giorgio. Einen guten. Basta, 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 hey, enough is enough. If you don't begin to stop, I will have to call a cop. Basta, 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 hey, you're getting too rough. Basta, 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 hey, enough is enough. Enough is too much. Ich fand so lustig von der Reaktion von Mario. So nach einem Biss. Und dann hat er einfach Zitronen genommen und hat sein Glas Wasser gekriegt. Wir fangen jetzt an mit der Bewertung. Eure Bewertung für Team Nummer 4. Gruppo 4. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben ein 5, ein 3 und ein 5. Basilico e prosciutto. Non sono molto da carbonara. Basilico no, limone no. Ich gebe 3 Punkte für die gekochte Pasta. Ich habe wie nicht ganz realisiert, Italiener essen das. Und sie haben gemeint, der Deko ist auch zum Essen. So ein Basilikum. Was uns klar ist, dass sie den nicht essen sollen, außer sie wollen, weißt du? Okay, Team EAZ, Gigo, Plato 3. 3, io ho messo uguale. Oh man, what happened? Wir haben ein 4. Si può mettere uguale, vero? Ein 5 und ein 5. 14 Punkte. Nel 3 c'è un sapore troppo forte di spezie che non c'entrano con la carbonara. Limone, anche qua si sente un po' di limone, basilico e le uova sono cotte. Wir haben 3 Zutaten, denen die alles kaputt gemacht haben. Basilikum, Rum und Zitronenschale. Das gehört nicht in eine Carbonara rein. Rum habe ich auch 3 gekauft, weil der scheiß Rum dort auf dem Tisch war. Man. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es passt. Basilikum, Zitrone. Und Rum, ich hatte ein komisches Bauchgefühl. Ich hätte am Gigo mehr vertrauen. Aber wie gesagt, wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen. Da bin ich dahinter gestanden. Wir gehen weiter, Team Pablo und Sam. Plato Nummer 2. 2. 2. Wir haben schon 7.
Und nochmal ein 7. Und ein 8. 22. Buono. Simile alla carbonara, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Forse un po' troppo liquida. Liquido il sugo. Però buono. La pasta sottile, giusta. È troppo liquido. Sì. E poi comunque per la, l'ideale per la carbonara sarebbero le altre paste più piccole. Fein, super abgeschmeckt. Ich glaube, ziemlich alles richtig gemacht, ja. Für ziemlich alles richtig gemacht, wieso denn nicht top ja, perfekt ist es nicht. Okay. Wir kommen zum letzten Team. Livio und Kylo. Plato uno. Sì. Ey, wir haben mich wahnsinnig gefreut. Ich schaue ihr so zu, sie so am Essen, gell? Sie so, Dann sie esst den ganzen Teller fertig, gell? Ich so, ja. Sie so, voll fein und so. Ich so, okay. Otto, sorry. Ei. Sorry. Otto. Acht. Eight. Acht. Otto, Otto. Und ein Sebni. Ei. 18, 23. Ich hätte es nie im Leben gedacht. Weil ich habe erst ganz am Schluss vor dem Anrichten kurz probiert und habe gedacht, die Teigwaren sind etwas hart. Ich habe gedacht, vielleicht Italiener ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr al dente, als wir Schweizer uns gewöhnt sind. Ci siamo quasi. Sì. Ok. Sì. Sì. La riconosco come carbonara. Sì. Mm-hmm. Il gusto è perfetto. La pasta un po' troppo grossa, ma. Ah. Ah. Buona. Ma perfetto. Fertig essen. Alter. Ich bin so glücklich. Auch mega lecker gesehen. Für mich ein kleiner Abzug, weil ich habe die Konsistenz vom zweiten, vom zwei besser gefunden. Also sorry, die beiden fucking Italiener, Mann. Ich darf sagen, ich kann Pass. Ich gehe aufs Konsulat und verbrennen und sagen, was für keine Carbonara. Ja, ich denke, es hat ihn schon gestört. Vor allem, weil der Livio in meinem Team ist. So. Es wird er nie vergessen. Das ist sick. Das war mir jetzt nicht mal so wichtig. Ich wäre völlig fein mit dem zweiten Platz. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, es ist nicht ein gutes Gefühl. Ich habe heute die Kamera gesagt, wenn ich das nicht gewinne, ficke ich heute noch eine Katze. Und ich hoffe, der Livio fährt gleich von Schnurren. Er muss jetzt eine Katze ficken. Ja, aber ich glaube, er hat eh Bock drauf, darum ist scheiße. Ich habe die Enttäuschung in Pablo seine Augen gesehen. Das ist ein Punkt. Schon nicht. Am gleichen Ort. Ich glaube, ich habe Traumas. Grazie mille e buona giornata. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Bravi, però. Bravi tutti. Die Auflösung von Block 4. Die Winners bekommen nachher noch mal ein richtig gutes Mittag, was eine wichtige Stärkung ist vor dem Finale. Für die Losers gibt es die Reste des Spiels von vorher. Das Scoreboard kann jetzt reinkommen. Und ich kann es euch jetzt sagen, es gibt nachher noch ein einziges grosses Finalspiel. Sehr gute Runde für mich, aber eine sehr erniedrigende Runde für mich, weil ich gegen Livi verloren habe. Und jetzt sind wir als Letztes in der Rangliste mit 23 Punkten. Das sieht mies aus, Mann. Wer nach dem Finalspiel oberhalb der Linie ist, verbringt die Nacht in der Villa. Was mit den Losers passiert, erfahrt ihr noch. Aber ihr werdet heute noch abreisen. Wohin sagen wir noch? Okay. Viel Spass beim Wehrweisen. Damn. Damn. Alright. Wie ficken sie uns? Wie ficken sie uns? Sie haben nicht gesagt, heim wir reisen. Sie haben gesagt, ab irgendwo anders. Anders Land. Hey, das hat die Leute glaube ich, recht schockiert kurz. Das ist so was. Ein paar sind so, heimgehen, voll geil, aber es ist schon nicht heimgehen. Was macht ihr recht mit denen? Ja, wohin aber? Es ist die Frage. So wie ich euch kenne, ich glaube, es ist nicht gut. Eine Nacht Knast, kann man mir vorstellen. Und sonst so campingmässig, glaube ich nicht. Das ist das Einzige, was ein aber wo immer nur her, weißt du, egal. Ich bin wirklich easy mit allem. Etwas anderes? Nein, ich habe mich gelacht. Ja. Zum Boxkasten. Weißt du, das ist ein fester Schlag von mir und das sind 200. Reg mich auf über meine eigene. Über meine eigene Fähigkeit. Ich bin enttäuscht, weil ich viel mehr. Und das ist noch nicht dazugekommen.
ich bin stärker allgemein in den Challenges. Ja. Man hat zu wenig von mir gesehen, weißt du, was ich meine? Ich bin mega heiß in der Loser-Zone. Die Sonne knallt die ganze Zeit auf den Kopf. Ich glaube, der grösste Pain ist einfach, dass es halt so runterbrennt. Und wir haben wie zu wenig Schatten dort, zum Chillen. Das nervt mich ein bisschen. Und dass wir jetzt nur noch ein Game haben. So. Wir sind wie die Chance, sind wie. Aber du, ich war Winner, ich war Loser. Es ist okay, ich bin mit beidem fein. Numero uno. Numero uno del Battle Mansion. Querversetzt. Es ist einfach, das ist ein Gewinner, Raffaello. Das ist eine Battle Mansion-Kreation. Shoutout Ali Haidar Chetin, küsst deine Augen, mein Bro. Das ist eine kulinarische Inspiration für euer Leben. Isst das nur in richtigen Gewinnmoment. Es ist sonst nicht so fein. Let's go. Fein. Alter, ich kann ihn abholen. Oh! Pardon! Sehr schön. Wir haben eine Latte bekommen vom Raffaello. Approved. Ich muss ja jetzt haben. Ich habe schon gescheuert. Du nimmst Kerosin, oder? Mama. Ich hab's halt nicht gern, aber der Alkohol, der drin ist, er hätte ich schon gern. Ja, yes, Alkohol bin ich nicht. Das ist real. Leute, bei Carbonara, keine Zitrone und Basilikum, merkt euch das. Rum. Was sagst du zu Rum? Ich dachte, das ist eine gute Idee, Mann. Was soll ich machen? Zum Ablöschen. Finger weg von Alkohol. Schau mal. Schau mal. Den trinken wir nicht zum Dessert. Nein, den trinken wir jetzt. Was? Borderline. Sorry, gottlos. Und Schublade. Ich bin am überlegen, ob ich mich besaufen soll oder... Für Finale oder was? Ja, bist du denn besser oder was? Hä? Bist du denn stärker? Nein, Bro, aber dann ist mir so wie scheißegal. Scheißegal, Bruder. Wir machen das. Gigi hat letztes Jahr auseinandergenommen. Von unten nach oben. Ich du tragst Bier, Mann. Das willst du von mir, Mann. Nein, wir müssen chillen, es ist schon gut. Wir trinken jetzt ein Glas, dann kommt alles gut. So? Aber ich finde es schade, dass wir uns abreisen, weil wir sind ja eine Gruppe. Da können wir nicht mehr Tschüss sagen. Oh mein Gott. Sorry, ist ein bisschen laut. Passiert so viel. Ich habe ihn angeschossen. Er ist kalt, Bro. So gut ist mir noch nie gegangen da. Scheiße. Wir haben sogar gut essen, weißt du? Haben wir einen kalten Alk bekommen? Voll easy. This is beautiful. Und der Teller ist nice. Ich sage ehrlich, das mache ich nicht mal so, als ob ich das Zeug esse. Schwör, ich mag es einfach nicht. Hast du den anderen gegessen? Okay. 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 Hast du schon gestern gegessen? Hey, was soll ich sagen? Drei verschiedene Carbonara halt. Hauptsache essen. Voll gut, Mann. Wenn wir unsere zwei zusammen serviert hätten, wären es perfekt gewesen. Ich habe gar kein Mittagessen, ich habe keine Lust zu kochen, weil es ist mega heiß. Die von der Winner Zone haben uns, wenn ich nur einen Salat brauche, habe zwei, drei Biss genommen. Jetzt bin ich ohne Energie. Ja! Aber Italia, Bella Italia, Bruder! Bella Italia! Hey, yo! Hat man nada mal. Sie haben, weil sie haben nicht viel essen, sie haben nichts. Hoi, Mario! Das ist schon richtig verschissen. Ich sage ehrlich. Danke, Mario. Nein. Danke, Mario. Bene alla rabbiata. Ob so unsere Teigwaren reinkommt, die wir vorher gemacht haben? Okay. Ich sehe, du hast dich für eine Packungspenne entschieden. Genau. Danke, hey, danke vielmals. Wenn wir mehr wollen. Tipptopp, danke. Gracias. Wir reisen auf das nächste Spiel. Ich habe jetzt für mich 28 Punkte. Die anderen haben 40, es sind 12 Punkte. Jetzt haben die letzten Spiele 10 Punkte gegeben, so viele Punkte. Das letzte wird noch viel mehr geben. Es wird hure viel geben. Sie müssen eigentlich so viele Punkte können vergeben, dass der Letzte immer noch den Ersten überholen kann. Das haben sie gesagt, ja. Ja, das ist wie klar. Willst du Tee? Nein, actually nicht. Nicht wirklich. Es sind alle mega friedlich und es sind alle mega herzlich miteinander. Wieso ist das?
Hey, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich weiß doch nicht. Es ist wirklich so. Ich finde es mega interessant, wie der Kylo und der Liebe harmonieren. Das ist ein gutes Team. Hat Liebe jemals so viel gewonnen? Never ever. Never ever. Er hat Pablo in der Kochfolge besiegt. Wäre ich ihn, ich würde das ihm jeden Tag unter die Nase reiben. Ehrlich, ich bin hier angekommen zum Gewinnen. Aber ich rede jetzt nicht mehr so gross, weil eben, ich habe 3-4 Mal schon gross geredet. Und jedes Mal habe ich meine Schnur wieder zurückbekommen. Und natürlich wollte ich gewinnen. Wir geben alles. Vielleicht langsam, ich schlafe wieder in dem Bett. Who knows? Aufgeben wir noch nicht. Aber langsam, aber sicher verliere ich auch so ein bisschen meinen Faden, meine Geduld. Ja, Nummer 1, was soll ich sagen? Ich habe es gesehen. Ganz am Anfang habe ich es schon gesehen. Ich hoffe, dass das letzte Spiel gut verläuft und wir bleiben auf dem ersten Platz. Aber ich erwarte jetzt einfach ein Spiel, das mega viele Punkte noch mal gibt. Das ist sicher das asozialste von der ganzen Staffel. Das weiß ich jetzt schon. Hey, ich glaube, es wird anstrengend somehow. Wenn nicht körperlich, dann für den Kopf. Das letzte wird uns das Leben kaputt ficken. Ich weiß es. Herzlich willkommen zum 5. und letzten Block dieser Battle Mansion. Wir spielen ein grosses Finalspiel. Wer am Schluss oberhalb der Linie ist, verbringt den Rest des Tages und Nacht in der Villa. Inklusive 2 bis 3 recht geile Überraschungen. Das Gewinnen des Finales hat sich noch nie so fest gelohnt wie in dieser Staffel. Auch weil die anderen 2 Teams noch eine längere Reise vor sich haben. Die 2 Teams, die verlieren, müssen direkt nach dem Finale Sachen packen und gehen. Wohin verraten wir noch nicht, aber lohnen tut es sich nicht. Also kämpfen noch mal um alles. Wir gehen ins Finale. In diesem Spiel gewinnt, wer schlicht und einfach das beste Gesamtpaket ist. Alle sitzen an ihrem Tisch und haben über sich 3 Ballons und somit 3 Leben. Es gibt ganz unterschiedliche Spielrunden. Wenn Teams die Aufgabe lösen, ist gut. Wenn sie sie nicht lösen, verlieren sie ein Leben. Wer kein Leben mehr hat, wird nass und ist somit dus. Finalspiel habe ich ganz gut gehabt und herzklopfen. Hey, es hat mich beruhigt, weil ich gewusst habe, dass es mega viele verschiedene Kategorien werden sein und nicht nur Quiz, Hip-Hop-Quiz oder so. Also ich und der Gigo sind in diesem Spiel reingegangen mit dem Gedanken, ey, schau, wir spielen das einfach noch mit, um das fertig zu machen. Und dann gehen wir als Loser heim. Finalspiel, wir fangen an mit Spiel 1. Euch wird allen je ein Shot serviert. Auf mein Kommando dürfen alle davon trinken. Und ihr habt dann 15 Sekunden Zeit, aufzuschreiben, was drin ist. Wer am wenigsten richtige Zutaten hat, verliert den Ballon. So geil. Wie eine Freude. Ne? Gut, ihr dürft alle einen Schluck nehmen. Everybody! Die 15 Sekunden laufen jetzt. Sicher. Mhm. Fünf, 4, 3, 2, 1, 0. Stift weg. Stift weg. Gut. Wir fangen an bei Team Pablo und Sam. Gut, Äpfelgurken. Äpfelgurken. Nelken. Nelken. Ingwer. Nein. Spinat. Ja. Kohl. Nein. Banane. Gut. Banane. Kiwi. Milch. Zitrone. Avocado. 2, 2. Banane, Pfeffer, Muskatnuss, Apfel, Wasser. 2 richtig. Immerhin. Kiwi, Apfel, Sellerie, Gurke. 1 richtig. Leider verlieren Livio und Kylo. Ja, man hat wirklich einfach aufschreiben müssen. Man ist nicht sinnvoll. Wir haben nur 4 Sachen. So dumm. Wir haben einfach geschrieben sollen. Ja, danke. Runde 2. Mathematik. Fuck, ist gut. Ich stelle euch Mathe-Aufgaben. Wer das Resultat weiss, muss buzzern und sagt die Lösung.
Wer nach 3 Aufgaben keine Antwort richtig beantwortet hat, verliert den Ballon. Ich habe eine Mathe-Schwäche. Ich hätte die Frage nicht beantworten, sagt er ehrlich. Okay, Achtung, es kommt die erste Aufgabe. Die Wurzel 144. Oh ja. 36. Nein. 12. Nein, Scheiße, Mann. Punkt für Pablo und Sam. Ihr seid safe für die Runde. Ihr müsst jetzt auch nicht mitrotten. 107 minus 38. Ja. 69. Richtig. Ja. Sind das safe? Wir gut kennen ihn nicht zahlen. 117 durch 9. Alter. Gut. 13. Ja. Richtig. Gut, das heisst. Ich kann gar nicht mitmachen. Adios, eins Leben. Oh mein Gott, das geht genau auf uns, Bro. Ja, Bro, das ist auch das Spiel. Aus Versehen, 3, zu klag. Ich bin schon fair. Hart, aber fair. Runde 3. Reimen. Oh, yes. Ihr habt nachher 10 Sekunden Zeit, einen Reim auf ein Wort aufzuschreiben. Schreiben aber 2 oder mehrere Teams das gleiche Wort auf, verlieren beide einen Ballon. Das Wort ist Haus. 10 Sekunden ab jetzt. Acht, neun, zehn, Stift weg. Wir fangen hier an. Graus. Was? Graus. Graus. Strauß. Ja. Wir haben auch Strauß. Ja. Miro. Haben wir auch Strauß? Wir haben auch Strauß. Mann, wir haben auch Strauß, Mann. Oh, Mann, echt jetzt. Der Reim, dieses Haus. Ich habe noch so viele Wörter gedacht. Ich glaube, ich hätte Klaus genommen. Ja, ich habe alle Strauß genommen. So doof. Ja. So fucking doof, Alter. Komm, Gigo, das holen wir noch. Gut. Wir sind böse gefickt, Bro. Gut, wir machen 3-mal einen Ballon. Schau mal da oben, bis am Arsch. Runde 5. Reverse Songs. Wir spielen 3 Songs hinter sie ab. Wer es weiss, buzzert. Wer nach 3 Songs keine Antwort gewusst hat, verliert den Ballon. Achtung, Song Nummer 1. Still DRE. Snoop Dogg, Dr. Dre. Ja. Gut, ihr seid safe. Nicht mehr Wasser jetzt, wenn ihr es wisst, okay? Song Nummer 2. Nein. Shireen David, ich darf das. Oh, shit, wirklich? Dreimal nein. Wieso? Ich sag dreimal nein. Ja, ja, ich hab's gewusst. Song 3. Friesenjunge vom Skiago. Oh, du Chef! Was ich noch krass finde, dass ich Skiago, aber Shireen David nicht gecheckt habe. Das finde ich ein bisschen weird. Aber ich habe etwas Neues von mir kennengelernt. Das heisst, ihr habt einen Punkt, ihr habt einen Punkt, ihr habt beide keinen Punkt. Ja, wir sind tot. Wer nach 3 Songs keine Antwort gewusst hat, verliert den Ballon. Es wäre schade, wenn das Spiel jetzt schon fertig wäre, beziehungsweise das Finale. Darum haben wir eine Überraschung und wir schenken jetzt allen einen Ballon. Das mal, ohne dass ihr irgendetwas dafür machen. Thanks. Runde 6. Name the loser. Ihr habt 20 Sekunden Zeit, das Team auf einen Zettel zu schreiben, das jetzt einen Ballon verlieren soll. Das Team, das am meisten Mal aufgeschrieben wird, verliert einen Ballon. Und los. Das kann nicht sein. Pablito und Sam.
meine Brüder dort am Tisch. Hä? Ihr zwei. Okay. Wer hat dir aufgeschrieben? Unsere Brüder dort am Tisch. Unsere Brüder! Ihr seid ein Mixer, Mann! Kilo. Schwestern, das sind nicht auch unsere Brüder. Was haben die Schwestern aufgeschrieben? Haben Schwester auch die Brüder von der Unsere Brüder. Ey, alle voll fake, gell? Ich habe gemeint, sie sind voll Kollegen von mir. Aber sie sind voll fake. Nein, wir haben gesagt Chico, aber bö. Aber bö. Das bleibt doch nicht mehr so lustig. Kylo und Livia würden jetzt rausgehen. Ihr könnt euch aber wie zurückspielen. Ihr müsst aber dafür etwas machen. Mach alles. Nein, mach nicht alles. Ihr bekommt jetzt gerade einen kleinen Teller auf den Tisch. Super, nicht mehr. Und ihr müsst das beide essen. Aha. Scheiße. Ich esse es nicht. Ich sag's dir. Jetzt warte doch mal, was es ist. Oh, wenn es ein Lebendtier ist. Hau ab, wann ist es real? Oh mein Gott. What the fuck? Oh. Okay. Keine Insekten vorbei. Ich finde es schon übel, wenn sie dort stehen. Sie müssen beide essen, sonst wäre es Schiss. Gott sei Dank. Schon schade. Es ist nicht grusig. Es ist wie Chips. Insekten. Dann bist du auch noch. Die Vorstellung ist so heiß. Grusiges Scheißviech. Bravo! Aber jetzt die nächste Runde verlieren wir Namen. Und dann haben wir es vermutet. Wo ist das zum Mittag? Das habe ich so fies gefunden. Es war so wie logisch, dass sie alle den Kerl und den Leo auswählen. Weil der Kerl so grosse Fresse hatte in ein paar Tagen. Er so, ich gewinne. Ich habe vorher schon gesagt, erinnere mich so an Ali und der Akzent macht es echt schlimm. Also, wenn ich nicht hinschaue, bin ich so, Ali? Vor allem, wie sind die eigentlich alle so hässig? Haben die nicht ein bisschen mehr Natur als mich? Wer die? So, dort Liechtenstein, Chur, Chur. Ich liebe es. Es geht weiter, Runde 7. Frozen. Eure Aufgabe ist es, das Schloss, das vor euch auf dem Teller liegt, aufzutun. Das letzte Team, das das Schloss auftut, verliert. Und es geht los, wenn ihr das weiße Teller wegnehmt vom Grünen. Das könnt ihr jetzt machen. Nicht aufstehen, sitzen bleiben. Die Eiskugel hat mich gestresst, hure pervers aussehen, das Spiel. Aber letztes Jahr haben wir es gewonnen mit dem Sen. Aber ich habe letztes Mal eben allen gesagt, ihr hättet lutschen sollen, Mann. Weil das ist der wärmste Ort am Körper, hätte ich jetzt gedacht. Ja, ich habe einfach gewusst, der Körper hat es. Und so, also es gibt disgusting ass Aufnahmen, wenn ich den Stein deepthroate. Ich war schon lange draußen, ich schwör auf alles. Bang, bang, bang. Ich hab deine Eier im Mund, deine Haare, alles. So habe ich egal, Bro. Scheiße. Kurz, erstens danke für die Bilder im Kopf. Und das Leben von euch muss ich leider wegnehmen. Das ist wirklich besser, Mann. Boah. Es war einfach doof. Und kalt. Aber auch lustig. Wir haben halt erst als letzten Check, dass wir beißen können. Aber wir konnten selber schalten. Runde 8. Politik. Putti schief, Politik, Mann. Was hab ich gesagt? Mich haben wir gefunden mit Politik.
gewesen, so jetzt wäre es schon geil zu gewinnen. Bring ihn im Wasser, Mann! Wasser, Wasser, Wasser! Das ist richtig harte Finale. Das kann jeder verlieren. Ich bin real recht am Zeit. Die zwei Teams, die nachher unter der Linie sind, müssen direkt die Sachen packen. Euer Zug fährt in 35 Minuten am Bahnhof von Stresa. Ist gut? Ja. Das war es mit der Folge Battlemenschen. Für mehr Battlemenschen-Content abonniert da. Nein. Mehr Battlemenschen-Content gibt es da. Und für mehr Bounce-Content abonnierst du den Kanal. Das war es mit der Folge Battlemenschen. Für mehr Battlemenschen.